So, das ist jetzt hier eine Junghans-Kaminuhr. Wie man unschwer erkennen kann, mit Vierviertelschlagwerk. Kein Umschaltschlagwerk, es ist nur Westminster. Ja, am Zifferblatt sind keine Spuren von Zeigerabschleifungen. Also es ist alles in allem ein sehr guter Zustand. Dann auch das Holzgehäuse hat nur ganz, ganz leichte Fehler, also Abkatschungen, das mit der Zeit aber völlig normal ist. Ja, die Füße sind aus Messing gegossen. Ja, wie gesagt, die Uhr hat einen Viertel Westminster-Schlag. Den kann ich auch mal vorführen. Sehr genau. Kennt man halt. Jetzt zeige ich auch mal die Uhr von hinten. Auch nicht vorenthalten, das Uhrwerk. Es ist ein einfaches, aber sehr robustes Junghanswerk. Ja, es ist recht sauber. Ich habe dann mal nur geölt, denn die Uhr ist nicht trocken gelaufen, die ist auch noch völlig in Ordnung. Mit der Zeit werde ich sie vielleicht irgendwann auch mal überholen, aber das muss jetzt noch nicht sein. Ja, ich kann jetzt gleich noch mal näher an das Gehäuse rangehen. Moment. Ja. Also die Gongstäbe sind immer auf zwei Stück verteilt. Es gibt auch keinen einzelnen Gongstab extra noch, der für den Stundenschlag verantwortlich ist. Das machen nämlich hier diese drei, die werden dann gehoben und dann, ja, mit Schlagabschalter. Und da oben sieht man halt, hier auch das Gehäuse von ganz hinten, auch noch in einwandfreiem Zustand. Oben mit einem praktischen Griff. Muss ich jetzt mal abstauben. Die stand jetzt sehr lange auf dem Schrank. Ja, und ich zeige auch jetzt nochmal den Schlag, damit man es auch nochmal sieht, wie man die, wie sich die Hämmerchen bewegen. Moment, wo ist der Minutenzeiger? Hat hier leichte Schalllöcher, geschützt, dass kein Staub reinkommt. Ja, und ich verabschiede mich jetzt schon mal. Ich lasse es nochmal die volle Stunde schlagen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.